Wir fahren fort in der Tagesordnung, und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 86, den Antrag der Fraktion der FDP betreffend Erzieherinnen und Erzieher verdienen jederzeit Wertschätzung und Anerkennung, Drucksache 19/6431. Zu Wort gemeldet hat sich der Fraktionsvorsitzende, Herr Kollege Rock. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich hoffe, dass wir in der Debatte, die wir jetzt führen oder die wir hier auch als Freie Demokraten in den Mittelpunkt des Plenums stellen möchten, doch eine größere Übereinstimmung bekommen wie bei den meisten Aktuellen Stunden, die wir heute Morgen erlebt haben. Denn es geht um etwas, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und ich glaube auch vielen anderen hier im Raum. Es geht einfach einmal darum, Danke zu sagen den Menschen, die sich um unsere Liebsten kümmern, um die Kinder in unserem Land, den Erzieherinnen und Erziehern in Hessen Danke zu sagen, den Tagesmüttern, Tagesvätern Danke zu sagen für diese tolle Arbeit, die sie jeden Tag für uns hier in Hessen machen. Mir ist aufgefallen, das ging mir auch selbst als Fachsprecher so, dass der 14. Mai als Tag der Kinderbetreuung mir noch nicht so bewusst gewesen war. Und dass diesen Tag der Kinderbetreuung, dass der in Berlin entstanden ist aus einer Elterninitiative, dass der beworben worden ist dort und dass jetzt immerhin die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung sich auf die Fahnen geschrieben hat, diesen Tag in besonderer Weise in den Fokus der Öffentlichkeit zu stellen, damit eben die Wertschöpfung möglich ist und dass die Wertschöpfung auch bei den Erzieherinnen und Erziehern ankommt, diesem 14. Mai, dem Tag nach Muttertag, diesen 14. Mai, möchte ich eben auch hier ins Bewusstsein meiner Kollegen bringen, Kolleginnen und Kollegen bringen, damit wir alle gemeinsam, nächstes Jahr am besten, alle gemeinsam rausgehen können und in den Kitas und den Tagesmüttern und Tagesvätern in unserem Land sagen können, herzlichen Dank für das, was er tut, und herzlichen Dank und große Anerkennung für diese Leistung. Ich kann Ihnen sagen, ich habe das ja dieses Jahr gemacht. Meine Kollegen haben mitgemacht, und es war toll. Es war toll zu sehen, wie sich die Menschen, die jeden Tag in die Kitas gehen, die jeden Tag dort arbeiten, wie die sich gefreut haben, dass man einmal hingegangen ist und einfach Danke gesagt hat. Und es ist etwas, was man manchmal vergisst, was dort geleistet wird. Es ist etwas Tolles, ein toller Beruf, den dort die Menschen ausüben. Und es ist mehr als einfach nur eine Ausbildung zu machen und dann jeden Tag arbeiten zu gehen, sondern es ist für viele dieser Menschen, für diese Menschen, die dort arbeiten, eine Berufung, weil sie unter schwierigen Bedingungen, unter großen Herausforderungen diese Tätigkeit ausführen und das jetzt nicht gerade zur allerbesten Bezahlung und Vergütung. Und von daher möchte ich an dieser Stelle auch an die noch einmal appellieren, die da die Verantwortung tragen. Nehmen Sie die Herausforderungen, die die Erzieherinnen und Erzieher haben in ihrem Job, nehmen Sie die ernst, wenn Sie bewerten, wie sie bezahlt werden sollen, und nehmen Sie auch ernst die besonderen Herausforderungen, die gerade in jüngster Zeit auf die Erzieherinnen und Erzieher zugekommen sind, und machen Sie sich dort entsprechend die Gedanken, damit auch dieser Beruf weiter auch finanziell attraktiv bleibt. Das ist auch eine wichtige Frage. Wenn man über den Tag spricht und über Erzieherinnen und Erzieher und ihren Beruf, dann ist auch immer mal schön zu sagen, was tun wir in der Politik eigentlich dafür, dass die Erzieherinnen und Erzieher in diesen Kindertagesstätten eben auch entsprechend arbeiten können, dass sie ein gutes Arbeitsumfeld haben, damit sie auch für unsere Kleinsten gute Arbeit machen können. Und dann habe ich mir netterweise mal den Koalitionsvertrag angeschaut. Wir haben jetzt viel über Kindertagesstätten gesprochen mit verschiedenen Gesetzentwürfen. Und da habe ich festgestellt, dass es eigentlich drei Punkte gibt im Koalitionsvertrag, die ich sofort unterschreiben würde, die ich sofort mittragen könnte und die auch aus meiner Sicht sehr klug sind. Sie haben sich im Koalitionsvertrag dafür ausgesprochen, als Hessische Landesregierung, als Regierungsfraktion, dass Sie die Wahlfreiheit der Eltern als Selbstverständlichkeit sehen. Die Wahlfreiheit der Eltern bei der Wahl des Platzes ist für Sie eine Selbstverständlichkeit, und die wollen Sie fördern. Wenn wir allerdings den Evaluationsbericht zum Kinderförderungsgesetz sehen, sehen wir, dass die Belegung dieser Plätze zurückgeht.
Sie tun das nicht. Was Sie in den Koalitionsvertrag reingeschrieben haben, setzen Sie aber nachher nicht um. Und wenn wir hier einen Gesetzentwurf einbringen, dann werden wir dann dafür auch noch kritisiert. Sie haben diesen Punkt, den Sie sich selbst gesetzt haben und der eben auch wichtig ist, den haben Sie gar nicht umgesetzt. Und Sie haben in Ihrem Koalitionsvertrag auch gesagt, dass Sie die heutigen Anforderungen an die Qualität der Kitas gerecht werden wollen. Das haben Sie im Koalitionsvertrag geschrieben. Sie haben geschrieben, Sie wollen den heutigen Anforderungen an Qualität in Kitas gerecht werden. Und Sie haben in diesen 4,5 Jahren, bald 5 Jahren dieser Legislaturperiode, keinen Cent mehr ausgegeben für Qualität. Sie haben alle Gesetzentwürfe, die hier diskutiert wurden, wo es um mehr Qualität ging, abgelehnt. Und ich nehme natürlich auch an, dass Sie unseren Gesetzentwurf ebenfalls ablehnen werden. Also, Sie haben wieder einen weiteren wichtigen Punkt aus dem Koalitionsvertrag, den haben Sie einfach ignoriert, weil er Ihnen scheinbar nicht wichtig genug ist. Und das ist schon besonders schade. Im dritten Bereich, den ich mir angesehen habe, Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Kinderbetreuung, kann ich nur sagen, die Studien teilen uns ja mit, uns fehlen 10.000 Ganztagsplätze und über 20.000 Krippenplätze in Hessen. Auch da kann ich nur sagen, da kommen Sie mit dem, was Sie hier als Regierung vorzuzeigen haben, leider nicht dorthin, wo Sie hin müssten. Sie haben eben genau das nicht getan. Und was bräuchten wir denn, damit die Erzieherinnen und Erzieher in unserem Land tatsächlich ihren Beruf so ausüben können, wie sie es gern würden? Wir brauchen natürlich eine bessere Betreuungsrelation. Wir brauchen Vorbereitungszeiten. Wir brauchen die Freistellung der Leitungsfunktionen. Wir brauchen natürlich mehr Geld für Fortbildung, für Förderung in den Einrichtungen. All das brauchen wir. Und genau das lassen Sie hier als Landesregierung seit 4,5 Jahren schleifen und kümmern sich nicht darum. Und ich finde, lieber Herr Minister Grüttner, das müssen Sie sich jetzt anhören, ich finde es schon sehr schade, dass alle Familienminister, nein, das entscheidet er nicht, er sitzt da und muss mir zuhören. Ja, sitzt doch da. Also entscheide ich doch, ob ich sage oder nicht. Also lieber Herr Bellino, ich will an der Stelle trotzdem noch einmal deutlich machen, was mich so geärgert hat. Die Familienministerkonferenz aller Landesminister, aller zuständigen Landesminister hat sich zusammengesetzt und hat überlegt, und ich dachte, wir wären uns einig, dass die Frage der Kinderbetreuung für alle staatlichen Ebenen eine wichtige Frage ist. Für alle staatlichen Ebenen. Und alle Familienminister haben das mitgetragen und wollen, dass auch die Bundesregierung, dass der Bund auch in die Finanzierung mit einstiegt. Alle Familienminister in Deutschland haben dem zugestimmt, nur einer nicht. Ein einziger Familienminister in ganz Deutschland sagt, das wollen wir nicht. Und ich kann das so nicht nachvollziehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Doch, das ist schlimm. Das ist nämlich genau die falsche Haltung. Stefan Grüttner ist der einzige Familienminister in ganz Deutschland, der dem im Wege steht. Das finde ich einfach, ich kann das auch nicht mehr nachvollziehen. Man kann vielleicht sagen, man könnte an der einen oder anderen Stelle es ein bisschen anders machen, aber grundsätzlich dagegen zu sein, das halte ich für völlig den falschen Weg. Und es zeigt einfach, wie diese Landesregierung in Wirklichkeit bei dem Thema frühkindliche Bildung aufgestellt ist. Und darum bitte ich Sie noch einmal, auch unsere Initiative ernst zu nehmen, unsere Forderung eines runden Tisches für die Frage der größeren Zahlen, der Ausbildungszahlen der Erzieherinnen und Erzieher. Wir brauchen mehr Erzieherinnen und Erzieher, die in unseren Kitas arbeiten, damit wir die Qualitätsstandards, die wir alle brauchen, überhaupt umsetzen können. Und wir haben ja eine tolle Entwicklung. Also ich höre ja manchmal, dass der Beruf nicht attraktiv wäre und dass es so schwierig wäre. Wir haben in den letzten 4 Jahren, in denen uns die Statistiken vorlegen, haben wir von 2013, als wir 68.000 Menschen hatten, die in dem Bereich gearbeitet haben, Tagespflege, erzieherisch, in dem gesamten Komplex gearbeitet haben, waren es 68.000 Menschen. Mittlerweile sind es 83.000 Menschen. Innerhalb von 4 Jahren sind es 15.000 Menschen mehr geworden, die diesen Beruf oder in diesem Umfeld arbeiten. Und das sind 20% mehr. Das sind 20% mehr. Also der Beruf kann nicht so unattraktiv sein. Aber wir brauchen immer noch mehr Erzieher, weil das alles in den quantitativen Ausbau gegangen ist und nicht in den qualitativen. Wir brauchen noch einmal 7.000 Erzieher mehr. Das ist aber zu schaffen, wenn man weiter guckt, wie kann man die Instrumente verbessern, nachschärfen und es noch etwas attraktiver machen. Das ist unser Wunsch.
Und darum bitte, wenn Sie nachher hier reden, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir alle den Erzieherinnen und Erziehern, den Tagesmüttern und Tagesvätern in unserem Land danken für ihre Arbeit. Aber dann lassen Sie dem auch Handlungen folgen und überlegen Sie sich, wie Sie den Beruf auch zum Wohle unserer Kinder noch attraktiver machen. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Wir haben Vorschläge gemacht. Wischen Sie die nicht einfach zur Seite. Nehmen Sie das Thema ernst als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und lassen Sie gemeinsam an diesem guten Tag und gemeinsam für die Erzieherinnen und Erzieher arbeiten, damit Ihr Job und Ihre Arbeit besser wird, besser werden kann, bessere Umstände hat, attraktiver wird, auch zum Wohle unserer Kinder. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. – Als Nächstes spricht Frau Abg. Ravensburg für die Fraktion der CDU. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter Herr Rock, gern hätte ich mit der Stellungnahme zu Ihrem heutigen Antrag zum Setzpunkt angefangen. Aber Ihre letzten Äußerungen veranlassen mich dann doch, schon einmal ein paar Fragen zu dem zu stellen, wie Sie hier im Moment im Landtag agieren, zu dem Thema frühkindliche Bildung, zum Thema Kindertagesstätten und Kindertagesstätte. Das, was Sie zur Familienpolitik nämlich zurzeit vorlegen, das hat mit einer Politik aus einem Guss wahrlich nichts zu tun. Wir haben jetzt drei Gesetzentwürfe zu diskutieren und dazu noch zwei Anträge, wobei der zweite Antrag fast identisch mit dem ersten ist. Sowohl gestern als auch heute sprechen Sie über den Kostenausgleich über das Wahlrecht der Eltern. Komischerweise haben Sie dann heute Nachmittag den Gesetzentwurf genau zu diesem Thema aber verschoben. Warum das alles? Wie ist denn Ihr neues Gesamtkonzept zu den Kindertagesstätten? Ich habe so das Gefühl, Sie waren von Anfang an gegen die Entlastung der Eltern bei den Kindertagesstättengebühren. Und das will ich auch jetzt einmal an die Adresse der hessischen Eltern sagen. Ja, die hessische FDP will die Eltern nicht für diese 6 Stunden, Herr Merz, von den Gebühren freistellen. Und nachdem ich das jetzt einmal klargestellt habe, komme ich auch sehr gerne zu Ihrem Antrag. Selbstverständlich stehen auch wir, die CDU-Fraktion, zu Ihrer Aussage, dass wir die Erzieherinnen und Erzieher jederzeit unsere Wertschätzung und unsere Anerkennung verdienen. Eine Aussage sicherlich, wo Sie den gesamten Landtag hier heute vereinigen. Ja, die 60.000 Erzieherinnen und Erzieher, und ich schließe ausdrücklich die Tagespflegepersonen, die Tageseltern mit ein, sie verdienen wahrlich unsere Wertschätzung, denn sie leisten jeden Tag eine nicht hoch genug zu schätzende Arbeit. Und deshalb sage ich von dieser Stelle alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindertagesstätten und der Tagespflege im Namen meiner Fraktion herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Und, Herr Rock, wir stimmen auch mit Ihnen überein, dass die Herausforderungen in den Kindertagesstätten steigen. Immer häufiger müssen die Kindertagesstätten die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag unterstützen. Kindertagesstätten haben sich gewandelt. Sie sind Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, und sie leisten wichtige Arbeit in der Erziehung. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Spracherwerb unserer Kinder, und sie bereiten mit hoher Qualität auf den Eintritt in die Grundschule vor. Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan ist das tragende Gerüst, hoch anerkannt und durchgängig von Anfang an bis zum 10. Lebensjahr unserer Kinder. Deshalb haben wir auch im Hessischen Kinderförderungsgesetz die BEP-Pauschale eingeführt, Herr Rock. Sie wissen das. Neben der Freistellung der Kindergartengebühren haben wir eben diese Qualitätspauschale jetzt verdreifacht. Wir erhöhen die Pauschale in Schritten. Bis 2020 von 100 € auf dann 300 € pro Kind, und wir beginnen bereits in 2018.
Im Jahr 2020 stehen dann 50 Millionen € pro Jahr zur Verfügung, denn die gute Qualität in den Kindertagesstätten ist uns sehr wichtig. Unsere Landesregierung und den Staatsminister Stefan Grüttner dann aber zu kritisieren über das Verhalten bei der Jugendministerkonferenz, das finde ich, Herr Rock, schon sehr merkwürdig, wie Sie sich verhalten. Warum fragen Sie den Minister nicht vorher einmal, weswegen Hessen sich in der Jugendministerkonferenz gegen die Bundesoffensive Kita-Qualität ausgesprochen hat? Das Interesse unseres Bundeslandes muss doch im Vordergrund stehen. Deshalb, gut, wenn es erklärt ist, dann ist es umso wichtiger, dass er vielleicht besser zuhört. Deshalb ist nämlich die Initiative des Bundes, die begrüßen wir grundsätzlich. Aber uns ist es auch gleichzeitig wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen kennen und dem Bund verdeutlichen, dass die Länder in die Verhandlungen einzubeziehen sind. Ein bloßes Abnicken eines noch zu begonnenen und vielleicht auch zu kleinen Säckchens, wie Sie es, Herr Rock, fordern, das kann keine verantwortungsvolle Politik im Sinne des Landes Hessen sein. Und deshalb wundere ich mich sehr, Herr Rock, dass Sie jetzt schon Ihr Urteil gefällt haben. Ich bin der Meinung, wir sollten erst einmal den Gesetzentwurf im Bund abwarten. Den sollte das Land sorgfältig prüfen, und dann sollte es sich dazu positionieren. Zum jetzigen Zeitpunkt erwarte ich jedenfalls von unserer Landesregierung, dass sie Signale an den Bund sendet, wie sich das Land eine Unterstützung vorstellen kann, die dann dauerhaft und nachhaltig wirken soll. Ihre Unterstellung aber, Hessen würde auf die finanzielle Unterstützung des Bundes verzichten, die ist somit schlicht falsch. Die Landesregierung handelt immer sehr verantwortungsvoll, und das will ich an dieser Stelle noch einmal betonen. Meine Damen und Herren, mir ist auch an dieser Stelle noch einmal wichtig, auf den Fachkräftebedarf in den Kitas einzugehen. Sie haben das in Ihrer Rede betont. Meine Damen und Herren, die Kinderbetreuung in Hessen wird kontinuierlich ausgebaut. Der Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern steigt. Und deshalb lässt die Hessische Landesregierung in ihrem Bemühen nicht nach, die Ausbildung der notwendigen Fachkräfte sicherzustellen. Qualität in den Kitas zu steigern und gleichzeitig die Plätze auszubauen, ist ohne zusätzliches Personal, da sind wir uns einig, schlicht nicht möglich. Wir wollen die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher weiter erhöhen, und deshalb sind die Ausbildungskapazitäten an den hessischen Erzieherschulen ausgebaut worden. Mittlerweile haben wir Rekordzahlen bei den Plätzen in den Fachschulen. Aber das allein reicht auch noch nicht. Neben dem Ausbau der Ausbildungskapazitäten dort haben interessierte junge Menschen in Hessen noch sehr viel mehr Möglichkeiten, Fachkraft in der Kinderbetreuung zu werden. Die Hessische Landesregierung setzt sich ein bei der Schaffung von entsprechenden Studienplätzen, aber auch studienbegleitenden Studiengängen zur Höherqualifizierung. Ich nenne da einmal an einer besonderen Stelle die Initiative der Evangelischen Fachhochschule in Darmstadt, die jetzt auch überlegt, das duale Studium in die Fläche zu bringen. Und ich will auch ausdrücklich erwähnen, das Ermöglichen der praxisintegrierten Ausbildung, nicht PIT, sondern PIA, Herr Rock. Das ist ein Programm, das beispielsweise vom Fröbel-Seminar in Kassel und Korbach angeboten wird. Es bietet Quereinsteigern beispielsweise durch Kombination von Theorie und Praxis in einer dreijährigen Ausbildung den Weg in den Erzieherberuf. Das sind Kräfte, die übrigens herzlich gerne in den Kindertagesstätten aufgenommen werden, weil sie vor ihrem Quereinstieg oft schon berufstätig waren, Lebenserfahrungen gesammelt haben und deshalb eine große Bereicherung in den Kindertagesstätten sind. Ich habe gerade eine Kindertagesstätte besucht, wo die Leiterin mir bestätigt hat, dass die PIA-Kräfte alles andere als nur eine Notlösung sind, sondern sie sind herzlich gern in den Kindertagesstätten gesehen und eine sehr willkommene Unterstützung in dem Team dort. Das Land Hessen unterstützt zudem die Erzieher durch Fortbildungsangebote für ihre Arbeit nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan.
Und natürlich ist es wichtig, weiter für den Erzieherberuf zu werben. Die Fachkräftegewinnung ist deshalb seit Jahren ein wichtiges Anliegen der Landesregierung. Und seit Anfang dieses Jahres gibt es extra beim Landesjugendhilfeausschuss eine Fachgruppe. Da ist beteiligt die Bundesagentur für Arbeit, das Kultusministerium, das Sozialministerium, die Fachschulvertreter, also alle diejenigen, die Sie fordern, die am runden Tisch sitzen sollen. Sie arbeiten aber schon längst. Ihnen scheint es aber darum zu gehen, dass Sie betonen wollen, dass wir zu wenig tun. Und das sehe ich nicht, sondern die Hessische Landesregierung handelt. Und wir kümmern uns um die Erzieherinnen und Erzieher. Wir sorgen dafür, dass wir mehr Fachkräfte motivieren. Wir sollten alle hier in unserem gemeinsamen Handeln dafür sorgen, dass dieser attraktive Beruf auch in die Fläche getragen wird, um den jungen Menschen zu sagen, hier ist ein guter Weg in einen Beruf, der Freude macht, der im täglichen Umgang mit den Kindern auch persönliche Freude bringt. Und deshalb ist es gut, dass wir heute darüber gesprochen haben. Herzlichen Dank. Danke schön, Frau Kollegin Ravensburg. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nach dem, was wir eben gehört haben, ist die Welt eine bunte Blumenwiese und alles ist schön. Das hat aber leider mit der Situation der Kitas und dem Leben der Erzieherinnen in unserem Land nicht so ganz viel zu tun. Fangen wir doch einmal bei der Geschichte der Bundesrepublik an. Also, offensichtlich ist unser Sozialminister der Einzige, das letzte Fähnlein der sieben Aufrechten, der dafür steht, dass hier seriös gearbeitet wird. Alle anderen Sozialminister in dieser Republik sind scheinbar verantwortungslose Vagabunden. Die können alle nichts und sind ja an der Grenze von geradezu gefährlich, so hat sich das eben angehört, weil nur hier in Hessen wird seriös gearbeitet. Schon erstaunlich, dass es da Unterstützung aus dem Bund geben soll. Das einzige Bundesland, das sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, heißt Hessen. Hätte ich mir anders gewünscht, würden sich wahrscheinlich auch die Kitas, wünschen sich wahrscheinlich auch die Kitas und die Erzieherinnen und die Eltern vor Ort anders. Klar ist das mit den Standards eine schwierige Sache, weil man schreibt sie fest und dann muss man sie erstens erfüllen und dann muss man auch noch gucken, erfüllt man die, die gerade von der Wissenschaft und von denen, die sich damit inhaltlich auseinandersetzen, gefordert werden, oder erfüllt man die, die man sich meint leisten zu können, oder erfüllt man die, von denen man meint, dass man das Personal dafür hat. Und das ist doch ein Teil des Problems. Wir haben das Personal nicht, aber das ist hausgemacht. Wir haben das Personal nicht, zum einen, weil das Ausgebildete, die ausgebildeten jungen Menschen, die eine lange und schwierige Ausbildung hinter sich gebracht haben, unmittelbar nach ihrer Ausbildung sagen, nein, danke. Im besseren Fall entscheiden die sich zu einem Sozialwesenstudium. Dann bleiben sie wenigstens der sozialen Arbeit in diesem Land erhalten. Im schlechteren Fall entscheiden sie sich für irgendeinen Job, den sie angelernt irgendwo machen, wo sie aber ein geordnetes Geld in einer geregelten Arbeitszeit verdienen und die Verantwortung nicht einmal die Hälfte von dem beträgt, was sie jetzt an Verantwortung haben. Und das ist ein richtiges Problem, weil das liegt daran, dass diese jungen Menschen a. einen unglaublich hohen Leistungsdruck haben, weil sie zu wenig Kolleginnen und Kollegen haben, und b. auch noch ein schlechtes Einkommen haben. Und daran könnten sie etwas tun. Und dann verlieren wir eine unglaubliche Menge an Erzieherinnen und Erzieher, weil sie schlicht und ergreifend in Teilzeit wechseln, weil sie der Belastung nicht mehr standhalten. Und auch das wissen wir seit langem. Die Teilzeitquote ist in den letzten Jahren rapide gestiegen. Und auch daran könnte man etwas ändern, wenn man mehr Personal vor Ort hätte und wenn man dieses Personal besser bezahlen würde. Man kann auch eine ganze Menge andere Dinge, Stellschrauben stellen an den Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen und Erzieher. Wenn man nämlich in zu engen Räumen arbeiten muss, wenn man mit einem zu hohen Lärmpegel arbeiten muss, wenn die Gebäude nicht auf einem modernen Standard sind, was die
Es wäre schön, Sie würden nicht dauernd dazwischen quatschen. Sie können sich hier herstellen und etwas sagen. Ansonsten hören Sie mir bitte einfach zu. Aber zuhören gehört ja nicht. Aber zuhören. Ja, aber er hat nicht dazwischen zu quatschen auf der Regierungsbank. Und das verbitte ich mir an der Stelle. Und Sie müssen es auch nicht. Aber zuhören gehört weder bei dieser Regierung noch bei den sie tragenden Fraktionen zu den Stärken, weil alle die, die vor Ort betroffen sind, na wenigstens sind jetzt wieder alle wach, gehört nicht zu den Stärken dieser Regierung, die sie tragenden Fraktionen, weil man nämlich sonst doch einige Dinge in diesem Land deutlich anders machen müsste. Es ist jetzt schon über 3 Jahre her. Da hat Verdi gemeinsam mit den Erzieherinnen und Erziehern die Kampagne gefahren für die Aufwertung der Sozial- und Erziehungsdienste. Aber da lehnt sich der Minister ja immer zurück und sagt, wir sind nicht zuständig. Zuständig sind die Kommunen. Das war ja auch eben wieder sein Dazwischenreden. Die Kommunen sind aber keine bösen Monster, die ihre Erzieherinnen und Erzieher nicht ordentlich bezahlen wollen, die ihre Kitas nicht bautechnisch auf den neuesten Stand bringen wollen, die nicht schöne und gute Räume haben wollen, sondern die Kommunen haben genau das Geld zur Verfügung, das ihnen diese Landesregierung zubilligt. Und das war in den letzten Jahren dauerhaft, und zwar enorm zu wenig, weil sie den Kommunen an allen möglichen Stellen in die Tasche gegriffen haben. Das zu verändern, haben Sie gerade erst begonnen, und das reicht noch lange nicht aus. Und der Weg ist noch weit, um die Kommunen in die Lage zu versetzen, hier eine ordentliche Arbeit zu machen. Und damit sind Sie Mitverursacher für das Dilemma, das wir vor Ort haben. Sie sind mit dafür verantwortlich, dass wir zu wenig Personal haben, dass das Personal zu früh aus dem Beruf aussteigt, dass die Leute schlecht bezahlt sind. Und Sie loben sich hier für Ihren Bildungs- und Erziehungsplan, der doch vielerorts gar nicht mehr ausgeführt werden kann, weil die Kita das wirklich auf Notsituation arbeiten und die gerade noch durchhalten. Wenn auch nur die kleinste Grippewelle kommt, gehen Sie doch einmal hin und schauen, was da los ist. Das muss noch gar nicht heftig sein. Dann ist doch wirklich die Situation in den Kitas vor Ort ausgesprochen schwierig. Schauen Sie sich die Fachkraft-Kind-Relation an. Schauen Sie sich die Kompetenzprofile und die Ausbildung an. Was ist denn mit Qualifizierung und Weiterbildung? Wie viel haben Sie denn wo eingerechnet in Ihre Gesetzgebung? Wo ist denn die Zeit für die Führungsaufgaben? Wo ist denn die Zeit der Erzieherinnen und Erzieher für die Elterngespräche? Wo ist denn die Zeit für Wohnort- bzw. sozialräumliche inklusive Arbeit und Betreuung? Wie sind denn die Raumgrößen? Was ist denn mit dem Anspruch auf Ganztagsbetreuung? Was haben Sie gerade wieder auf den Weg gebracht? Das hat mit Ganztagsbetreuung nicht so viel zu tun. Und was ist mit der Qualität der Essensversorgung? Das ist doch vielerorts schon lange ausgelagert. So, und damit müssen Sie sich doch einmal fragen, wie Sie die Verantwortung, die Sie an der Stelle haben, erfüllen müssen. Ich finde den Antrag von der FDP ausgesprochen gut, habe aber an der Stelle schon einmal eine Nachfrage. Also, Sie sind ja Mitgeburtshelfer des KiföX gewesen. Da wäre die Stellschraube gewesen. Da gab es ja sogar die aberwitzige Geschichte, die man jetzt ja wieder durch die Hintertür versucht einzuführen, von Menschen, die keine fachliche Ausbildung haben, in diesem Bereich arbeiten zu können. Und es gab auch diesen Personalschlüssel. Man hätte an der Stelle schon einmal an dieser Schraube deutlich drehen können. Und ja, man hat sie nicht in dem Moment da. Aber man kann Regelungen schaffen mit Übergangslösungen. Damit hätte man den Druck deutlich erhöhen können. Das wäre Ihre Chance gewesen. Leider verpasst, liebe FDP. Wenn wir uns anschauen, was die Bertelsmann-Stiftung sagt über die Fachkraft-Kind-Relation, und da kann man nun wirklich nicht sagen, die stünden uns nahe, dann sollten Sie sich das einmal zu eigen machen, liebe Landesregierung. Da gäbe es eine Menge zu tun. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Debatten im Bund Sie da nicht so sehr begeistern, weil es könnte tatsächlich bedeuten, Sie müssten deutlich mehr tun als das, was Sie bislang getan haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schnott. Als nächster Redner spricht nun Kollege Merz von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bin in der Tat froh, dass der Antrag der FDP noch einmal Gelegenheit gibt, ein paar Dinge in einem anderen Zusammenhang zu diskutieren. Ich will den auch der Reihe nach durchgehen, weil sich jeder einzelne Punkt dazu anbietet, ein paar Erwägungen dran zu knüpfen. Ich fange einmal mit der Überschrift an.
Erzieherinnen und Erzieher verdienen jederzeit Wertschätzung und Anerkennung. Ja, das ist ohne Zweifel richtig. Aber was sie noch mehr verdienen, ist materielle Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen und ein höheres Einkommen. Das ist der Kern und das ist auch die zentrale Frage, die zentrale Herausforderung, wenn wir darüber reden, wie wir zukünftig den Fachkräftebedarf im Bereich der Kindertagesstätten in diesem Land garantieren wollen, wie wir ihn abdecken wollen. Wenn wir nicht massiv investieren in die Verbesserung der Arbeits- und Einkommensbedingungen der Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen, wird es uns nicht gelingen, auch nur irgendjemanden zusätzlich zu gewinnen, der nicht sozusagen eine hohe intrinsische Motivation hat, weil er den Pädagogenberuf, wie der Kultusminister am Dienstag und dann am Mittwoch so richtig gesagt hat, einer der schönsten Berufe auf dieser Welt ist. Das ist er ohne Zweifel, aber von der Freude daran kann man nicht leben. Und wenn Sie einmal zur Kenntnis nehmen, und ich komme im Moment ziemlich viel rum und bei all den vielen Veranstaltungen, die ich mache, im Kontext unseres Gesetzentwurfs sind immer Kolleginnen und Kollegen aus den Einrichtungen da. Wenn Sie sich mal die Geschichten anhören, die Sie dort erzählt bekommen, dann wissen Sie, dass das in der Tat der zentrale Punkt ist. Oder wenn Sie sich die Geschichten von Eltern anhören, ich will Ihnen zwei Geschichten sagen. Ich war am Montag vor 8 Tagen in Seligenstadt. Da erzählt eine Mutter, dass während der Krippenzeit ihrer Tochter 11-mal die Betreuerin gewechselt hat. Und warum war das so? Weil die betreffenden Erzieherinnen und Erzieherinnen, in dem Fall nicht die Erzieher, aus dem Elternurlaub nicht mehr zurückgekehrt sind. Und warum sind sie nicht? Weil sie sich den Krippenplatz nicht leisten konnten. So einfach ist manchmal die Welt. So einfach ist manchmal die Welt. Und das ist übrigens der Punkt, wo die Frage der Gebührenentlastung auf der einen Seite und der Einkommensverbesserung auf der anderen Seite, wo sich sozusagen die Katze in den Schwanz beißt. Zweitens, zweite Geschichte. Wir haben alle, nein, nicht Geschichte, ich rekurriere noch einmal auf die Anhörung am 8. März. Ich weiß, dass Sie sich daran nicht so gerne erinnern. Aber am 8. März in der Anhörung ist von dem Vertreter der Bertha-Jordan-Schule, einer der größten Fachschulen im Lande, gesagt worden, dass wir, darauf hat Kollegin Schott eben schon einmal hingewiesen, 25 bis 30% der ausgebildeten Fachkräfte zwischen dem Ende der Ausbildung und der eigentlichen Arbeitsaufnahme verlieren, dass sie ihren Beruf erst gar nicht antreten. Warum tun sie das? Weil sie während des Anerkennungspraktikums gesehen haben, dass die Bedingungen in den Einrichtungen nicht so sind, dass man dort sein ganzes Arbeitsleben zubringen will oder kann. Und dass man dort eben auch so jämmerlich wenig verdient, wie man verdient. Das ist nun einfach einmal Fakt. Ich habe das an diesem Pult auch schon mehrmals gesagt. Ich weiß, dass das nicht die Schuld der Landesregierung ist, nicht in erster Linie, sondern dass das eine Frage der Tarifpartner war. Und ich wiederhole das auch. Ich habe die Gewerkschaft nicht verstanden, dass sie diesen Tarifvertrag mit dieser tariflichen Eingruppierung abgeschlossen hat. Was aber auch wahr ist, dass wenn man die Kommunen und die Träger der Einrichtungen nicht finanziell stärker unterstützt, als das Land Hessen es gegenwärtig tut, praktisch keine Luft ist zum Abschluss anderer Tarifverträge. Es hat ja lang genug gedauert, bis es überhaupt einmal einen Zuschlag auf der Geschäftsgrundlage der bestehenden Eingruppierung und Einstufung gab. Und da haben wir noch kein Wort über eigentlich den Aufgaben, wie sie hier im Absatz 2 des Antrags beschrieben werden, wie sie dem entspräche, gesprochen. Also da gibt es dann schon einen Zusammenhang. Und deswegen haben wir auch den Dreiklang entwickelt, den wir entwickelt haben, aus der Gebührenentlastung über alles und aus einer einschneidenden Verbesserung der Personalausstattung in den Kitas im Interesse der Kinder, im Interesse der Eltern, aber natürlich auch im Interesse der Kolleginnen und Kollegen. Und indem wir das Letztere tun, dienen wir natürlich auch den Interessen der ersten zwei Gruppen, weil das eine mit dem anderen zusammenhängt. Eine überlastete Erzieherin wie ein überlasteter Lehrer und ein überlasteter Hochschullehrer kann keine ordentliche Arbeit abliefern. Das setzt schon einmal voraus, dass sie überhaupt da ist.
Und nun ist das Stichwort Grippe schon gefallen. Ich war einmal, wie ich gelegentlich erzähle, die meisten wissen das schon, ich war einmal Jugenddezernent. Und der Thorsten Schäfer-Gümbel wird sich noch erinnern. Wenn man an einen, nein, warte mal, an die Geschichte, und deswegen, weil die Geschichte, weil die Geschichte von der Frau handelt, die ihn im Kindergarten betreut hat, die war nämlich später Abteilungsleiterin Kindertagesstätten in der Stadt Gießen. Und wenn die Frau Sieg an einem Freitag, an einem Tag im Herbst morgens um 7:45 anrief und ich die Nummer auf dem Display sah, dann wollte ich nicht mehr ans Telefon gehen, weil ich genau wusste, was jetzt passiert, weil der Betrieb zusammengebrochen war, weil die Grippewelle und der Norovirus ausgebrochen war und weil dann überhaupt niemand mehr da war, der eine vernünftige Arbeit hätte abliefern können. Und diese Geschichten jetzt können Sie auch hören, wenn Sie übers Land ziehen, dass Leute, und das ist eine Frage von Betreuungsqualität, Frau Kollegin, dass Leute nicht sicher sein können in einer solchen Situation, dass ihr Kind auch tatsächlich betreut wird. Und da haben wir noch kein Wort von Qualität geredet. Ja, und deswegen, Frau Kollegin Ravensburg, ist der erste Punkt unseres Vorschlages, nämlich die Verstärkung der Ausfallzeiten, eine Conditio sine qua non für die Stabilisierung und die Garantie des der Betreuungsqualität. Zweitens ist auch schon gesagt worden, mittelbare pädagogische Zeiten. Ich habe das schon oft gesagt, ich wiederhole es. Für Eltern ist es von elementarer Bedeutung, intensiven Kontakt mit ihren Einrichtungen zu haben. Und das heißt in allererster Linie mit den Kolleginnen und Kollegen, die ihre Kinder den ganzen Tag über betreuen. Das müssen sie tun. Darauf muss man sich verlassen können. Dafür brauchen die Kolleginnen und Kollegen Zeit, die sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht haben. Genauso brauchen Sie Zeit für die Vor- und Nachbereitung. Sie brauchen Zeit, um all diese komplexen Vernetzungs- und Kooperationsbeziehungen zu entwickeln, die aus Punkt 2 des FDP-Antrags folgen und aus vielen anderen. Wir haben gestern hier über Kinderarmut geredet. Ich habe darauf hingewiesen, dass Kindertagesstätten in diesem Spiel, nämlich bei der Frage, wie es uns gelingt, die Kette Einkommensarmut, Bildungsarmut, Einkommensarmut zu besprechen, welche zentrale Rolle Einrichtungen dabei spielen können und müssen in einer gemeinwesenbezogenen Sozial- und Jugendpolitik. Auch dafür fehlt die Zeit. Und deswegen ist ein mindestens 20-prozentiger Zuschlag auf die normale Personalausstattung notwendig. Und dasselbe gilt zum 137. Mal, sage ich es, für die Frage der Freistellung von Leitungen. Kein Handwerksbetrieb mit 10 Leuten kann es sich leisten, ohne Zeit fürs Management irgendetwas Vernünftiges auf die Wege zu bringen. Aber von unseren Einrichtungen, in denen teilweise 10, 15 und 20 Fachkräfte arbeiten, verlangen wir jedenfalls vom Gesetz her, dass die Kolleginnen und Kollegen, die das leiten, nicht nur schlecht bezahlt werden, sondern dass sie noch nicht einmal freigestellt werden für die Aufgabe, die sie zu erfüllen haben. So, das ist nur einmal, um was es hier geht. Und wenn man sich das anguckt, diese Arbeitssituation, diese Arbeitsbedingungen und dann, ja, Gottes Lohn, mittlerweile ist es ja Gott sei Dank so, dass die Kindergärtnerinnen, die Erzieherinnen nicht mehr angesehen werden wie die, die morgens vor der Einrichtung stehen und Zigaretten rauchen und mittags Kaffee trinken. Das kenne ich noch von vor 20 Jahren. Das haben wir nicht mehr. Aber die materielle Unterstützung, die aus der höheren Reputation folgen müsste im Interesse unserer Kinder, die haben wir nach wie vor nicht im ausreichenden Maß. Und deswegen, Herr Minister, letzter Punkt jetzt. Das ist schon mehrmals angesprochen worden. Ich habe Sie schon 10-mal gefragt oder schon 15-mal von diesem Pult aus gefragt. Und die Antwort ist immer die gleiche falsche. Warum Sie eigentlich in Gottes Namen gegen das Kita-Qualitätsgesetz des Bundes sind, im Gegensatz zu all Ihren Kolleginnen und Kollegen? Ich weiß, die haben es mir schon einmal erklärt, aber auch jetzt, wenn Sie es jetzt wieder erklären, es wird die gleiche Erklärung sein. Sie wird nicht richtiger, weil keine Rede davon ist, dass der Bund Sie zu irgendetwas zwingt. Das Land kann innerhalb des Rahmens, den der Bund setzt, seine Schwerpunkte setzen. Dazu gehört auch Gebührenentlastung, hat nicht unbedingt etwas mit Qualität zu tun. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Ja, ich bin gleich am Ende, Frau Präsidentin.
aber eben auch Qualitätsverbesserung, Leitungsfreistellung etc. Und wenn Sie, Frau Kollegin, letzter Satz, Frau Präsidentin, wenn Sie, Frau Kollegin Ravensburg, sagen, das sei ein schmales Säckelchen, meiner Rechnung nach kommt dafür das Land über 100 Millionen € raus. Sie rühmen sich wegen der 50 Millionen €, die Sie in 3 Jahren mobilisieren für, das, Herr für Kollege, die Qualitätspauschale. Bitte. Also so klein ist das Päckchen auch nicht. Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Als nächster Redner spricht nun Kollege Bocklet von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nur noch der Minister und ich trennen Sie von der Mittagspause, wenn die PGF Sie nicht ganz gestrichen haben. Ich werde mir Mühe geben, die 10 Minuten nicht ganz auszuschöpfen. Ich bin ernsthaft der FDP sehr dankbar, dass Sie dieses Thema auf Wertschätzung und Anerkennung für Erzieherinnen und Erzieher aufruft. Ich finde, das haben Sie schön kombiniert mit dem 14. Mai, der allen in der Kinderbetreuung tätigen Menschen zu danken. Ich finde es wirklich aufrichtig. Ich bin selbst, ja, wie Sie wissen, vom Beruf Sozialarbeiter gewesen, habe auch im Sozialbereich gearbeitet. Erzieherberuf ist ein Beruf, wo mit Kindern gearbeitet wird, der extrem anstrengend ist. Ich kenne immer noch sehr viele Erzieherinnen und Erzieher aus meiner ehemaligen Einrichtung. Sie arbeiten täglich wirklich hart, sind starken Belastungen ausgesetzt. Und das ist jetzt nicht nur eine Floskel, es ist tatsächlich ein sehr anstrengender Beruf. Und wir sollten alle auch aus dieser Stelle noch einmal herzlich danken. Ich danke alle gemeinsam. Sie leisten tolle Arbeit. Das, was dann folgte, ist eine unterschiedliche Galoppausritte unterschiedlicher Couleur. Die Linkspartei in die eine Richtung, Gerhard Merz in die andere. Sie haben alle noch einmal ihre eigenen Felder abgesteckt, was man sonst noch im Zusammenhang einer Wertschätzung und Anerkennung von Erzieherinnen und Erzieherinnen sagen kann. Ich habe noch 8 Minuten 30 und werde vielleicht auch die Gelegenheit ergreifen, einige Sachen zu sagen. Ich glaube, dass wir in dem Ziel, dass man einer Wertschätzung und Anerkennung muss folgen, dass wenn man das tut, dass man natürlich auch sagen sollte, wie können wir sie stärker von ihrer Belastung entlasten. Und ich glaube, das ist eine Binsenweisheit, dass die Gruppengrößen, so wie sie sind, wie die Fachkräfteschlüssel sind, dass sie eine Situation darstellen, die natürlich dazu beitragen, dass die Erzieherinnen so belastet sind, wie sie sind. Und das ist auch in der Problembeschreibung hier unstrittig. Die Frage ist ja nur, wie geht man die Lösung dieses Problems an? Und ich glaube, man muss nicht, ich meine das wirklich nicht provokativ, aber es ist natürlich, es gibt schon jetzt Stellschrauben, die das möglich machen, das zu verändern. Jeder Träger, jeder Bürgermeister kann andere Vorgaben machen, kann es darum bitten, wie die Frankfurter ihre Gruppen zum Beispiel verkleinert haben. So kann das jede Gemeinde und jede Kommune schon heute tun. Das ist aber nicht so das schwarze Peterspiel, aber das ist schon möglich. Man kann das heute tun. Und die Frage, die sich ja stellt, ist auch von der FDP, wie stark engagieren wir uns oder die SPD in ihren Gesetzentwürfen, wie stark engagiert sich das Land in Anführungszeichen als freiwillige Leistung, als Mitverantwortung sozusagen mit bei dem Thema, wie werden wir Fachkräfteschlüssel verbessern oder Gruppengrößen verkleinern oder wie werden wir noch mehr Zeiten rausschweißen, damit dort Leitungsfunktionen wahrgenommen werden können. In diesen Problembeschreibungen mit den Lösungsansätzen, das habe ich schon bei dem Gesetzentwurf der SPD gesagt, gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, wie man das Bildung, frühkindliche Bildung verbessern kann. Und es sind natürlich auch eine Vielzahl von Möglichkeiten, die klug sind. Aber wenn man als Land weiß, dass wir nur mittelbar betroffen sind, dass wir Kinderbetreuung nunmehr mit knapp einer Milliarde Euro bereits den Kommunen zusätzlich bezuschussen, beim Etat von 20 Milliarden, dann ist das eine ordentliche Leistung, die das Land Hessen tut, für eine Leistung, für die eigentlich nach dem Sozialgesetzbuch die Kommunen zuständig sind. Und dann finde ich das eine gute Leistung. Erstens und zweitens ist die Frage, wie weit gehen wir noch weiter auf diesem Weg als Land, finanzpolitisch uns dort zu engagieren. Und deswegen habe ich gesagt, ja, die Belastung der Erzieherinnen und Erzieher ist hoch. Zweitens, ja, wir wollen sie weiter entlasten. Und drittens, jetzt ist die Frage, mit welcher Prioritätensetzung und mit welcher finanzpolitischen Verantwortung. Und wir haben jetzt in diesem Doppelhaushalt 440 Millionen € reingeschraubt. Dazu gehört der Einstieg in die Beitragsfreiheit, was mit der Erlastung von Erzieherinnen wenig zu tun hat.
sondern wir haben 50 Millionen € in der Endausbaustufe für die Qualitätsverbesserung dazugegeben. Das wird den dortigen Kitas die Möglichkeit geben, ihre Qualitätspauschale zu verdreifachen, um der sie größtmögliche Selbstständigkeit haben, um zu entscheiden, was sie mit diesem Geld tun würden. Das erleichtert die Arbeit auch. 50 Millionen € gut angelegtes Geld, das ist ein gutes Zeichen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ich habe auch schon damals gesagt, in dem Dreiklang, dass wir beide Plätze ausbauen müssen, dass wir die Qualität verbessern müssen und dass wir die Kinderbeitragsfreiheiten oder die Entlastung von Elterngebühren auch in den anderen Sektoren im Auge haben, werden wir natürlich die Frage stellen müssen, was kostet es und in welchen Schritten ist es zu bezahlen. Und in der Diskussion um diesen Dreiklang war auch klar, das haben auch die Regierungsfraktionen vom ersten Tag an gesagt, ist das nicht das Ende der Fahnenstange. Wir werden mit diesem Doppelhaushalt haben wir ein Zeichen gesetzt, und wir werden in den nächsten Jahren, den nächsten Doppelhaushalt oder den nächsten Haushalt, in den nächsten Regierungen, wer immer sie stellen mag, wird es auch wieder Diskussionen geben darüber, was ist an diesem Katalog an möglichen Verbesserungen, ich sage mal Leitungsfreistellung, mittelbare pädagogische Arbeitsvorbereitung, kleinere Gruppen, besserer Fachkräfteschlüssel, mehr Sprachkurse, mehr Qualitätspauschale, mehr qualifizierte Schulvorbereitung, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. All das sind ja alles keine schlechten Vorschläge. Es ist die Frage, aber am Ende des Tages, wenn man sie in Beträge umrechnet, sind es immer dreistellige Millionenbeträge, mindestens 200 Millionen, 500 Millionen. Die Vorschläge von der SPD beziffert sie selbst auf 720 oder 740 Millionen. Unserer Rechnung, wenn man das noch die Qualitätsmerkmale oben drauflegt, kommt sie auf eine weit über 1 Milliarde. Und da ist die Frage natürlich gestattet, in welchen Schritten, mit welcher Prioritätensetzung wollen wir das tun. Wir wollen weitergehen, wir wollen die Qualität verbessern und dadurch die Erzieherinnen und Erzieherinnen weiter entlasten, damit sie gute Arbeit abliefern können. Aber es muss mit Augenmaß erfolgen, es muss nach einer Diskussion erfolgen, was wir tun wollen, weil alles auf einmal wird nicht finanzierbar sein, das wissen wir. Der Satz, wer allen verspricht, täuscht bewusst, sondern auch er, auch die Person, auch die Partei kann nur schrittweise vorgehen. Das haben wir auch vor. Wir wollen, dass der Erzieherberuf, dass die Erzieherinnen und Erzieher wertgeschätzt werden. Wir haben die Grundlage dafür geschaffen, dass wir mehr Ausbildungsplätze innerhalb von 2010 auf 2017 ist gestiegen, von knapp 5.000 auf nun knapp 8.000 Plätze. Das heißt, es gibt auch eine Menge mehr an Ausbildungsplätzen. Die sind alle voll. Und wenn es neue Schulen gibt, die sich anbieten, das zu tun, dann werden wir dem auch nachgehen, damit es auch mehr Erzieherinnen und Erzieher geben wird. Aber wir können auch niemanden zwingen, mit vorgehaltener Pistole diesen Beruf zu ergreifen. Es ist ein Mangelberuf, wie Lehrer, wie Ärzte, wie viele Pflegekräfte auch insgesamt. Wir schaffen die Rahmenbedingungen, dass dort ausgebildet werden kann. Wir schaffen mit der Qualitätspauschale bessere Arbeitsbedingungen. Und wir fordern die Tarifpartner auf, natürlich auch bei den Verhandlungen deutliche, bessere Gehaltsvorstellungen umsetzbar zu machen. All das tragen wir mit. Aber das, was das Land ansonsten an diesen Forderungen, die hier Land auf Land abgebracht werden, die in der Problembeschreibung oder in der Zielrichtung gar nicht unbedingt falsch sind. Aber man muss sie am Ende des Tages bezahlen können. Und deswegen bleiben wir von CDU und GRÜNE in dieser Stunde bei unserer Position. Wir haben 440 Millionen € in den Doppelhaushalt eingestellt. Wir werden, wenn wir weiter regieren, auch weiter daran arbeiten, dass es noch mehr Mittel dorthin hineinfließen, noch bessere Entlastung gibt für die Kinder, für die Erzieherinnen und für die Eltern. Denn wir wollen gute frühkindliche Bildung von Anfang an. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Für eine Kurzintervention hat sich Kollege Wörz von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege. Ich habe nur Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe nur eine einzige Frage, Herr Kollege Bocklet. Wie kommen Sie zu der verwegenen Aussage, dass das Land die Betriebskosten Kindertagesstätten mit 1 Milliarde € unterstützt? Also jedenfalls, wenn wir das vernünftig übers Jahr meinen. Haben Sie mehrere Jahre zusammengerechnet, oder wie kommt das? Oder schmeißen Sie jetzt mit den Milliarden rum, die Sie uns immer vorwerfen, dass wir sie in der Weltgeschichte rumschmeißen? Das hätte ich gern erklärt. Zu Protokoll. Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Herr Kollege Bocklet, Sie haben die Möglichkeit zu erwidern. 2 Minuten. Herr Merz, ich habe das Wort Betriebskosten nicht benutzt. Habe ich das Wort Betriebskosten benutzt? Nein, nein. Sie können ja nicht einfach hier eine These in den Raum stellen, die ich dann widerlegen muss, die ich gar nicht gesagt habe. Ich werde Ihnen sagen, was ich gesagt habe. Der hessische Haushalt beträgt momentan an Mitteln für die Kinderbetreuung 460 Millionen €. Im neuen Doppelhaushalt werden zusätzlich 440 Millionen € eingestellt. 460 und 440 macht am Ende weit
über 900 Millionen € aus. Das habe ich gesagt. Und diese 900 Millionen € stehen dann am Ende für Kinderbetreuung in Hessen zur Verfügung. Das ist aufgerundet etwas mehr als 900 Millionen €. Wir reden über knapp 1 Milliarde € bei einem Haushalt von 20 Milliarden € als freiwillige Leistung. Das verpflichtet niemand. Wir reden nicht über Lehrer, nicht über Polizei. Und diese Summe ist insofern also richtig. Betriebskosten haben Sie jetzt gesagt. Ich habe auch nicht gesagt für Schwimmbäder, ich habe auch nicht gesagt für Sportplätze. Ich habe gesagt, für die Kinderbetreuung im Lande Hessen stehen über 900 Millionen € zur Verfügung. Und das ist richtig. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Grüttner. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es sind 831 Millionen € im Haushalt 2018 plus 117 Millionen € konnexitätsbedingter Ausgleich, macht in der Summe 945 Millionen €. Ich gestehe Herrn Bocklet zu, dass er das aufrundet auf knapp 1 Milliarde €, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber es geht an dieser Stelle ja nicht um die Frage allein um Geld. Und jeder hat angefangen mit dem Dank an Erzieherinnen und Erzieher für ihre schwierige Aufgabe. Diesem Dank schließt sich die Landesregierung selbstverständlich an. Aber es ist ja im Wesentlichen damit auch schon vorbei mit einigen Gemeinsamkeiten, zumindest mit der antragstellenden Fraktion. Weil ich mir die ganze Zeit immer überlegt habe, wo denn in den letzten Haushaltsjahren die Anträge gewesen sind der Freien Demokraten zu Qualitätsverbesserung oder überhaupt zum Haushalt. Ich habe da nichts gesehen. Kann sein, dass es mir entgangen ist. Aber an dieser Stelle ist ja schon auch sozusagen der Wille oder die Auffassungen von Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Seligenstadt, der Heimatstadt des FDP-Fraktionsvorsitzenden, relativ deutlich geworden. Dort ist ja der Weg beschritten worden, die Beitragsentlastung der Eltern nicht vorzunehmen und stattdessen das, was an Qualität im Grunde genommen dann zu verbessern wäre, nach deren Aussichten dort in Gang zu setzen. Und die Eltern haben sich eindeutig für eine Beitragsfreistellung ausgesprochen. Jetzt reicht das Geld für die Beitragsfreistellung nicht mehr, aber von Qualitätsverbesserung ist an dieser Stelle nicht mehr die Rede. Insofern sieht man, dass in der Tat das, was Frau Kollegin Ravensburg gesagt hat, dass die FDP im Wesentlichen den Eltern Beitragsentlastungen vorenthalten wollte, Realität ist. Und an dem Beispiel in Seligenstadt sieht man das sehr genau. Ich will an dem Punkt sehr deutlich sagen, dass wir eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Strukturqualität in Gang gesetzt haben. Dieses beinhaltet all das, was Frau Kollegin Ravensburg gesagt hat. Und vor dem Hintergrund der Zeit und der fortgeschrittenen Zeit will ich, was Fortbildungsmaßnahmen, die Einladungen, die wir zu Tagungen im September schon begonnen haben, das, was wir mit dem verabschiedeten Kinderförderungsgesetz auf den Weg gebracht haben, dass die Qualität im Bereich Fortbildung und andere Fortbildungsmaßnahmen gestärkt werden müssen, dass die Arbeit nach dem BEP besonders noch einmal unterstützt wird, brauche ich an der Stelle nicht noch einmal wiederholen. Und unbestritten ist auch, dass viele Punkte, von denen Herr Merz hier gesprochen hat, durchaus wünschenswert wären. Wenn es dann um die Fragestellung von Freistellung zur mittelbaren pädagogischen Arbeit geht, also Elterngespräche, vieles andere mehr, dann sage ich immer eine Summe. 5% Freistellung für diese Arbeit bedeutet Aufwendung im Land von 65 Millionen €. Und ich finde, es ist auch eine Fragestellung der Verantwortlichkeit gegenüber nachfolgenden Generationen, dass man Dinge nur dann auf den Weg bringt, wenn man sie finanzieren kann. Weil ansonsten werden für die Kinder, die heute in der Kindertagesstätte sind, die Spielräume in 20 Jahren nicht mehr vorhanden sein, wenn wir alles mit dem Füllhorn ausschütten, so wie es die FDP will. Und das können wir nicht. Und dass wir geben Schritt für Schritt in Frage Beitragsentlastung, in der Frage Qualitätssteigerung und anderes gehen wir vor, aber unter dem Gesichtspunkt der Finanzierbarkeit. Und ich sage noch einmal, das, was im Landeshaushalt 2018/19 verabschiedet von diesem Parlament drin steht, ist nicht nur ein wesentlicher Fortschritt gegenüber den bisherigen unterstützenden Maßnahmen in Sachen Finanzierung für Kinderbetreuung für eine kommunale Pflichtaufgabe, sondern es ist auch ein Haushalt, der das erste Mal seit 60 Jahren ohne Neuverschuldung und mit Altschuldentilgung auskommt. Und das ist eine Leistung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und damit kommen wir mit der Frage zu dem Geld, um einfach mal mit einem Punkt noch einmal auszuräumen.
In dem Antrag der FDP steht der dritte pro Kopf, hätten wir die geringsten Aufwendungen für die Frage von Kinderbetreuung. Da wird wieder nur die Hälfte an dieser Stelle gesehen. Da werden jetzt nicht die öffentlichen Ausgaben gesehen. An der Stelle ist die Fragestellung der Qualitätssicherung, Weiterentwicklung sehr genau ein Punkt, der auf kommunaler Verantwortung ist. Und wenn Sie die Bertelsmann-Stiftung aus dem letzten Jahr nehmen, die dieses veröffentlicht hat, sehen Sie, dass die Pro-Kopf-Aufwendungen im Bundesdurchschnitt in Deutschland bei 4.780 Euro liegen. Sie liegen in Hessen deutlich über dem Bundesdurchschnitt bei 5.160 Euro. Und dazu sind noch nicht die Steigerungen, die in diesem Landeshaushalt vorgenommen wurden, beinhaltet. Insofern reden Sie nicht falsch. Es stimmt nicht, dass wir an letzter Stelle sind. Sie müssen schlicht und einfach die richtigen Zahlen nehmen. Ich unterstelle Ihnen, dass Sie das können, aber dann machen Sie es auch an dieser Stelle. Und dann will ich noch einen letzten Punkt sagen, was die Fragestellung des Beschlussvorschlages und der Fragestellung der Jugend- und Familienministerkonferenz anbelangt. Da geht es mir ja so wie gestern dem Ministerpräsidenten, der war bei den Verhandlungen zum Ankerzentrum dabei. Ich war auch dort in dieser Jugend- und Familienministerkonferenz. Und ich war sogar einer von zwei Ländern, Vertretern, bei einem zweiten weiß ich es noch, der den Referentenentwurf der Bundesfamilienministerin zu einem Qualitätsweiterentwicklungsgesetz gelesen hat und an dieser Stelle auch die entsprechenden Fragen gestellt hat. Und nur um eines zu verdeutlichen, also Frau Giffey hat gesagt, wir werden dann im Jahr 2019 bundesweit 500 Millionen Euro zur Verfügung stellen für alle Länder. Das müssen wir jetzt einmal ein bisschen ins Verhältnis setzen zu den Aufwendungen, die Hessen alleine macht. Das muss ich jetzt nicht noch einmal wiederholen. Aufwachsen auf 3,5, aber verbunden mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen. Maßnahmen, und zwar Verpflichtungen für die Länder, von denen ich sage, die gehen tief in die kommunale Selbstverwaltung hinein. Wenn ich verpflichtend vorschreiben muss, nur um einen von zwei Punkten zu nennen, einer ganzen Menge von Kritikpunkten. Wenn ich verpflichtend vorschreiben muss, dass jede Kommune einkommensabhängige Staffelungen machen muss, das steht in dem Gesetzentwurf drin, Sie müssen nicht mit dem Kopf schütteln, einkommensabhängige Beitragsstaffelung machen muss, dann möchte ich Sie hören, wenn wir in der Umsetzung einer solchen Zielvereinbarung ein Gesetz auf den Weg bringen, jede Kommune dazu zu verpflichten. Und das Zweite, auch ein Muss als Bedingung, ist die Freistellung von Beiträgen für alle Kindertagesstättenbesucher, weil dieses Qualitätsweiterentwicklungsgesetz beinhaltet ja nicht nur den Ü3, sondern auch den U3-Bereich, in diesem Fall die Beitragsfreistellung für alle Wohngeldempfänger, als Voraussetzung dafür Bundeszuschüsse zu bekommen. Und dann geht es noch um viele Sachen weiter. Haben Sie einmal hochgerechnet, was das bedeutet, eine Beitragsfreistellung automatisch für alle Wohngeldempfänger in dem für alle? Ja. Ja, na klar, natürlich für alle. Aber Sie gehen ja auch mit Milliarden relativ locker um. Das machen wir halt an dieser Stelle nicht. Und deswegen sage ich Ihnen, das Spannende daran ist ja, im gleichen Umfang, wie im nächsten Jahr 500 Millionen Euro seitens des Bundes versprochen werden, die ich noch nicht sehe und die auch noch nicht da sind, werden aber den Ländern, und da waren wir einer Meinung, 900 Millionen Euro Betreuungsgeld vom Bund entzogen für diesen Bereich. Und wenn uns einer erklären will, dass die Qualitätsverbesserungen, die wir auf den Weg gebracht haben, mit dem Betreuungsgeld durch den Wegfall des Betreuungsgeldes jetzt nach unten gefahren werden, oder wenn mir einer erklären will, dass die Bundesregierung keine Zusage der Nachhaltigkeit der Finanzierung solcher qualitätsverbessernden Maßnahmen, wenn sie denn wirklich kommen würden, keine Nachhaltigkeit versprechen kann, sage ich Ihnen, müssen wir sehr verantwortungsbewusst handeln. Und dass dann ein schleswig-holsteiniger Gesundheitsminister auch in der Pressekonferenz erklärt, ich kann dieses alles nachvollziehen, aber uns steht in Schleswig-Holstein das Wasser bis zum Hals und ich brauche jeden Euro, um den Landeshaushalt auszugleichen, ist das eine andere Diskussion als die Qualitätsdiskussionen, die gerade eben hier geführt worden sind, meine Damen und Herren. Und da geht es uns besser. Zum Glück geht es uns besser.
dass wir es an dieser Stelle anders machen können. Und die nächste Frage ist, die Konferenz ist 6 Wochen vorbei. Frau Giffey hat großartig angekündigt, den Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen. Ich sehe ihn noch nicht. Und ich sehe ihn deshalb noch nicht, weil zurzeit innerhalb der Bundesregierung sehr intensiv geprüft wird, ob der Bund überhaupt eine Gesetzgebungskompetenz dafür hat. Und an der Stelle wird auch die Kritik, die ich daran immer geübt habe, sehr deutlich und klar. Es kann nicht sein, dass Berlin der Überzeugung ist, zu wissen, was in Bad Karlshafen oder in der Bergstraße an Notwendigkeiten vorhanden ist. Das wissen wir auch in dem Umfang nicht. Deswegen lassen wir den Kommunen und Trägern relativ freie Hand und unterstützen sie in einem Ausmaße, wie es noch nie dagewesen ist, um Qualität, Betreuung und Sicherheit für die Eltern auch entsprechend umsetzen zu können. Und auch da gilt das, was ich gestern zum Schluss bei der Debatte über den Landessozialbericht gesagt habe. Es gibt auch noch Eltern, die Erziehungsverantwortung haben und sie wahrnehmen. Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner. Herr Kollege Rock von der FDP-Fraktion hat sich zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Frau Ravensburg, Sie haben mich ja noch einmal wirklich herausgefordert, hier vorzugehen, weil ich eigentlich dachte, es wäre wirklich einfach, eine Rede hier zu halten für Sie, wenn Sie vielleicht einfach einmal auch zur Kenntnis nehmen, was ich gesagt habe. Ich habe zum Beispiel überhaupt nicht kritisiert, was die Landesregierung im Hinblick auf Gewinnung von Erziehern gemacht hat. Ich habe sogar darauf hingewiesen, wie erfolgreich das bis jetzt war. Und habe gesagt, wir brauchen aber für die Qualität noch mehr. Und da sollten wir uns an den Tisch setzen und überlegen, was kann man noch zusätzlich machen. Sie haben sich die Hälfte mit der Rede damit beschäftigt, dass wir das irgendwie kritisiert hätten. Sie müssten schon einmal vielleicht, wenn Sie eine Rede vorschreiben, eine Variante einbauen und auf das eingehen, was der Vorredner Ihnen hier sagt. So etwas ärgert mich halt einfach. Wenn Sie sagen, Sie waren in der Kita und haben sich ein Modell angeguckt, ich war in über 60 Kitas, ich war in den Fachschulen und habe mich in den Fachschulen mit den entsprechenden Menschen unterhalten. Ich habe mich natürlich sehr sachkundig gemacht zu dem Thema. Und es fällt mir schon schwer, jetzt einigermaßen freundlich zu bleiben in der Art und Weise, wie Sie hier vorne geredet haben. Und ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, auch Herr Minister, natürlich haben wir Haushaltsanträge eingebracht zu dem Thema frühkindliche Bildung. Und natürlich stehen wir dazu und auch zu den Haushaltsanträgen in aller Konsequenz, dass wir gesagt haben, wir würden der Qualität eine Priorität einräumen und würden die Mittel für die Freistellung der Elternbeiträge abladen. Das ist doch keine neue Erkenntnis. Und natürlich haben wir dazu auch Haushaltsanträge gestellt, Herr Minister. Die scheinen Ihnen wirklich auch entgangen zu sein, weil das nämlich auch ein Schwerpunkt unserer Debatte und unserer Haltung hier zum Haushalt kam. Wir haben das sogar in der Pressekonferenz erklärt. Aber was ich mir überhaupt nicht gefallen lasse, ist Ihr dieses Thema, Sie würden was für Qualität tun. Sie würden was für Qualität tun. Das macht die nächste Regierung hier. Das findet in der nächsten Legislaturperiode statt. Sie hier haben in diesen 5 Jahren gar nichts gemacht für die Qualität. Und Sie werden auch nur die Kostenfreistellung hier umsetzen. Also hören Sie doch auf, immer zu behaupten, das hätten Sie hier in dieser Legislaturperiode in irgendeiner Weise was für die Qualität gemacht. Das haben Sie gar nicht. Sie brauchen uns nicht zu erklären, was wir sagen müssen, wozu wir stehen, weil das tun wir. Wir stehen zu den entsprechenden Merkmalen. Aber Sie behaupten hier Dinge, die Sie in diesen 5 Jahren gar nicht gemacht haben. Wieso kommen Sie eigentlich im letzten halben Jahr auf die Idee, das zu machen, und nicht schon vor 4 Jahren, wenn Sie das als Problem, erkannt haben? Sie haben das in Ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Nein, Herr Minister Grüttner, ich lasse Ihnen das auch nicht durchgehen. Das hat für Sie einfach keine Priorität. Es hat für Sie keine Priorität. Sie haben das ja auch in entsprechenden Veranstaltungen auch deutlich gemacht. Wir haben ja den runden Tisch gehabt zur Evaluierung des Kinderförderungsgesetzes. Da haben Sie ja sich ganz klar und deutlich geäußert. Sie haben es ja hier wieder gemacht. Ihnen passt es einfach nicht, wenn die Kinder in den Kitas betreut werden. Das passt nicht in Ihre Ideologie, das passt nicht in Ihr Weltbild. Und darum sind Sie der einzige Minister, der sich dagegen wehrt, dieses Geld vom Bund zu nehmen. Das ist einfach Ihre Haltung. Das ist so.
Dann geben Sie es doch, wenn Sie zu mir sagen, dann sagen Sie doch, wir sind für die Qualität, nicht fürs Kostenfrei, dann gehen Sie doch hier vor und sagen Sie, eigentlich passt es Ihnen nicht. Dann wäre das doch eine ehrliche Botschaft gewesen. Damit kann jeder umgehen, da weiß man, wo man steht, und dann brauchen Sie sich drum herumzureden und hier Ausreden zu erfinden, warum Sie der einzige Minister sind von allen anderen Ministern, dass Sie dagegen stimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte, und wir überweisen den Antrag mit der Drucksache 19/6431 in den SIA. Die Geschäftsführer haben sich darauf geeinigt, dass wir eine verkürzte Mittagspause durchführen. Ich unterbreche die Sitzung damit bis um 15:30 Uhr. Vielen Dank.